So, heute mal ein anderes Video. Ich nehme euch mal ein bisschen mit durch meine Heimat. Wir starten in Zorge, ziemlich mittig im Ort, und fahren dann über Walkenried, Neuhof. Also, guckt zu. Jetzt seht ihr ein bisschen was von meiner Heimat, wo ich so lebe. Zorge ist ein ziemlich langgezogenes Dorf. Besteht eigentlich nur aus einer ziemlich langen Hauptstraße. Ja, und dann so ein paar Nebenstraßen, sage ich mal. Aber hier, wo wir jetzt hier uns befinden, ist die Hauptstraße. Führt direkt komplett durch Zorge, und dann werdet ihr ja nachher am Ortsausgangsschild sehen, geht es dann Richtung Elrich, Walkenried. Bloß wir werden nicht nach Elrich fahren, wir fahren Richtung Walkenried. Ja, wir befinden uns immer noch im Dorf. Hier vor uns sehen wir einen ziemlich schleichenden Holländer, der wahrscheinlich überhaupt gar keinen Plan hat, wo es lang geht. Er fährt hier auf der Hauptstraße mit 30 und ist auch noch am Bremsen. So, zur Rechten sehen wir die Barlow. Das ist eine Gießerei. Und jetzt sind wir außerhalb des Ortes Zorge. Links geht es Richtung Elrich, aber wir fahren ja leicht rechts
Richtung Walkenried. So, wir kommen jetzt nach Walkenried. Auf der linken Seite kommt jetzt gleich Norma. Das ist der Laden, wo ich auch ab und zu mal was für meinen Essenskanal hole. Geradeaus geht's runter zum Unterkloster. Das kann ich euch ja, wenn Interesse besteht, auch noch mal zeigen. Ein sehr schönes Kloster. Nun sind wir schon wieder fast durch Walkenried, oder beziehungsweise was die Hauptstraße angeht. Walkenried ist ein bisschen, ja, ich sage mal, im Gegensatz zu Zorge breiter gezogen, hat wesentlich mehr Straßen. Aber das war es jetzt hier von Walkenried schon wieder und wir sind auf dem Weg nach Neuhof. Hier rechts und links befinden sich sehr schöne Angelteiche. Und wir fahren jetzt Richtung Kutzhütte zur Firma Formula. Was früher mal, ja, Bürgerz war. Die stellen also, ja, Gips her, Zahngips, Modellgips, sämtliche Sorten von Gips kann man hier erwerben, wird hier hergestellt.
Hier haben wir also die Firma Formula. So, über den Berg hinauf, jetzt geht es auch wieder berg runter Richtung Neuhof. Schon sind wir in Neuhof angekommen. Hier fahren wir auch auf der Hauptstraße jetzt Richtung Bad Sachsa. Wir verlassen Neuhof und nähern uns jetzt Bad Sachsa. So, angekommen in Bad Sachsa. Das war's jetzt mit dieser kleinen Rundreise hier. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr von Bad Sachsa sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr überhaupt mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich verabschiede mich, sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis demnächst.